Ja, also das Ergebnis 7-0 ist für uns zweitrangig. Das war für die Jungs eine ganz große Sache, hier heute zu spielen gegen Bundesliga-Verein U19. HSV steht in der Bundesliga auch auf dem ersten Tabellenplatz. Das sieht man, die Jungs sind von der Athletik, von der Schnelligkeit her alle brutal ausgebildet, alles super Fussis. Man sieht die Spielweise, wie sie spielen. Das hat alles Hand und Fuß. Wir haben lange Zeit probiert, dagegen zu halten, haben alles Mögliche getan, auch nach vorne hin. Wenig Durchschlagskraft natürlich gehabt, aber ich sage vom kämpferischen Einsatz her völlig zufrieden. Ich kann da meinen Jungs keinen Vorwurf machen. Die haben alles gegeben, alles standen, ich glaube, 10 Leute noch bei uns auf der Ersatzbank, die dann auch nicht im Kader waren. Alle waren für den anderen da und das war für mich so das Ausschlaggebende, dass charakterlich bei mir in der Mannschaft da alles astrein abgelaufen ist. Ich denke, wir haben das Spiel über 90 Minuten auch kontrolliert. Ich denke, das Ergebnis, das ist okay, das geht in Ordnung. Ich muss sagen, meine Mannschaft hat das gut angenommen, hat das sehr souverän runtergespielt und wir sind froh, eine Runde weiter zu sein. Ja, also wir hatten unser Matchplan schon, dass wir aus dem 5-3-2-System spielen, uns häufiger ins 5-4-1-System fallen lassen gegen den Ball, aber mit Ball schon auch wieder ins 5-3-2-System hochschieben. Das haben wir erste Halbzeit nicht ganz so gut hinbekommen, weil wir schon auch ein bisschen mutig sein wollten. Wir wollten schon auch ein paar Nadelstiche nach vorne setzen. Das haben wir nicht geschafft, weil die Kraft dann auch bei uns schon wirklich, muss man sagen, zum Ende der ersten Halbzeit schon ein bisschen nachgelassen hat. Das hat man bei einigen gesehen, weil das Tempo vom HSV, was sie ja gespielt haben, schon sehr hoch war und meine Jungs das nicht kennen und sich da wirklich schon dran orientieren mussten dann auch. Ja, wir haben einfach versucht, unser Spiel unserem Gegner letztendlich aufzuzwingen. Ich denke, das ist uns gut gelungen. Wir wussten, dass wir auf eine Mannschaft treffen, die wahrscheinlich ein bisschen tiefer stehen wird. Ist auch so eingetroffen. Ich denke, unsere Mannschaft hat das dementsprechend gut über Ballbesitz gelöst, sehr kontrolliert gespielt und auch nicht zu früh in diese gefährlichen Zonen gespielt. Wirklich den Gegner laufen lassen und sich so auch dementsprechend gute Torchancen rausgespielt. Ja, also beim 6-0, 7-0 oder 5-0 sage ich, gut, soll er pfeifen. Den zweiten würde ich auch pfeifen, da läuft er ihn klar in die Hacken. Beim ersten bin ich mir nicht sicher. Ich bin mir da auch nicht sicher, ob der Schiedsrichter den Elfmeter so gepfiffen hätte, hätte die Linie das nicht angezeigt. Aber wie gesagt, also das ist mir jetzt bei dem Stand völlig egal. Für mich waren andere Dinge wichtig heute und das haben die Jungs sehr gut umgesetzt, so wie ich es mir vorgestellt habe. Auch in der Halbzeit, da waren nicht nur gesenkte Köpfe oder kein gesenkter Kopf, sondern alle wollten zweite Halbzeit wieder raus aufs Feld, wollten weiterspielen und wollten das genießen, was hier an Atmosphäre heute war von den Zuschauern halt.